habe hier nämlich 2 Euro. Ey, das wird echt schwierig. Ich weiß. Ich mach das eigentlich nie. Also, ey, ich werde safe, gerade auf deinem Kanal, wo so nur Autoliebhaber sind, ich werde safe dafür gehatet. Alter, wo hast du geparkt? Alter, ich habe mich schon warm gemacht, Hamid, was geht? Ja, alles fit, man? Ja, auf jeden. Geil. Damit dein Bentley Continental GTC V8 in Eis. Ja. In Eis. Und was das alles bedeutet, erzählen wir euch gleich. Sollen wir erst golfen oder sollen wir erst um unser Auto kümmern? Komm, lass erstmal eine Runde golfen. Echt jetzt? Erstmal golfen und dann... Ich habe so eine mega Challenge für dich vor. Was machen wir denn jetzt? Dann machen wir erst Challenge und dann zum Feierabend golfen. Okay, komm, wir fahren los. Komm. Yeah. Look, tell me what's the vibes, what's the moves? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no captain, I'ma tell the truth. Tell me what's the vibes, what's the moves? Alles fit? Auf jeden. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du mitmachst. Finde ich mega cool. Ja, ich freue mich. Du heißt Max. Wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. Man kennt mich vielleicht auf YouTube unter dem Namen iCrimex. Ja, genau. Wir haben uns ja, das war ja Zufall, dass wir uns gesehen haben, als du dieses Auto abgeholt hast. Genau. Ich hatte einen Gripdreh und dann bin ich in Köln und dann habe ich auf einmal gesehen, alter Schwede, was ist denn hier los? Da hat damals der Kameramann gesagt, hey, hier ist irgendein YouTuber, der möchte sein Bentley abholen. Weiß ich nicht, wie viele Jugendliche da waren und Fans und so weiter. Ja, das hat sich da schnell rumgesprochen. Wahnsinn! Ja, und dann kamst du um die Ecke und dann hast du dieses wunderschöne Auto dort abgeholt. Das war, ich habe mich übrigens auch sehr gefreut, ja, weil also ich verfolge dich natürlich auch schon ein bisschen länger von cool. Grip und so kenne ich dich natürlich. Deswegen, also fand ich auch cool. Ja. Geil, das freut mich. Wie kommst du, dass du mit 24 den Bentley bestellst? Ich hatte einen S63 Cabrio, war ultra verliebt mit dem Auto, hatte danach den Lambo, war auch sehr verliebt mit dem Auto, aber war mir einfach nicht alltagsmäßig genug so. Also welchen Lamborghini hat? Den Huracan. Den Huracan, okay. Evo, okay. Huracan Evo. Ah, cool. Also war mir einfach nicht alltäglich genug. Und dann wollte ich das Ganze so ein bisschen verschmelzen. Also ich wollte irgendwie so ein Auto, was diesen exotischen Faktor von einem Lamborghini mitbringt und dieses alltägliche, luxuriöse von dem S63. Und dann bin ich eben relativ schnell hier auf den Bentley Continental gekommen. Okay. Ja. Und hast du den so bestellt, wie er ist? Genau, oder hast du den so gekauft? Nee, so habe ich den konfiguriert. Ja. Ich habe natürlich einen Challenge für dich vorbereitet. Naja, ich habe das schon mitbekommen, dass bei dir öfter mal Challenge ist. Sonst wäre es ja viel zu langweilig. Aber nochmal kurz zurück zum Auto. Mit dem Bentley, gerade auch mit dem GTC, bist du auch immer gut gekleidet in dem Sinne. Auf jeden. Immer. Also man merkt das auch so von den Reaktionen von den Leuten im Straßenverkehr. Ja. Der Lambo, extrem polarisierend. Also bei dem Lambo war es so, jeder wollte dir irgendwie seine Reaktion mitteilen. Entweder Leute haben dich gehasst oder geliebt. So. Mhm. Also da gab es irgendwie nichts dazwischen. Mhm. Ne? Also immer Daumen hoch oder du warst halt der Assi im Lambo. Ja, ja, ja. Und der Bentley ist halt wirklich so, du bekommst ab und zu mal vielleicht so einen Daumen hoch oder Leute finden es cool und so, aber so ganz auf dezent. Also ja, verstehe. Wirklich, aber das feiere ich, weil ich will auch einfach meine Ruhe haben. So. Verstehe. Ich will einfach entspannt fahren, ich will hier schön sitzen, vielleicht ein bisschen die Massagefunktion anmachen. Ja, ja. Der Wagen fährt von alleine, also das ist irgendwie so ein Allrounder einfach so. Und Rotation-Display hast du natürlich. Ja. Ist ein Muss, ne? Richtig, das ganz, ganz wichtig. Das ist richtig geil. Temperaturanzeige, dann Kompass und hier haben wir eine Stoppuhr drin. Das ist natürlich mega geil, ne? Was ich so cool finde, ist, dass es analog ist und nicht wieder digital. Das hat Bentley aber auch krass hinbekommen, so. Ja. Die haben wirklich dieses Moderne aufgegriffen, ne? Diese ganzen Assistenzsysteme und Nachtsicht und Auto fährt alleine und Ambient Light und alles Mögliche. Mhm. Und trotzdem haben die sich überlegt, so, wir machen so ein Flipping Display, um irgendwie noch unsere Stammkundschaft irgendwie so zu befriedigen. Wahnsinn, und also krass. Wirklich. Ihre Linie treu geblieben. Ja, muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Ja, also, absolut. Also ich habe jetzt unsere Challenge habe ich angemacht und dann habe ich noch was. Ach, die Challenge ist da hinzukommen oder so? Nein, das wäre, Alter, dann würde ich ja keine Google Maps anmachen. Hey, Mann. Aber ich habe hier noch was für deine Challenge, warte. Ich habe hier nämlich 2 Euro. Also was diese 2 Euro bedeuten, ja, die seht ihr gleich. Bist du nervös? 2 Euro? Nee, nervös bin ich nicht. Aber ich frage mich gerade, was mit diesen 2 Euro aussieht. Ja, das ist cool. Das ist echt cool. Was hat ein Bentley mit einer 2 Euro Münze? 2 Euro Münze. Das ist heute unser Schlagwort. Aber die Kernfrage heute ist für unsere Sendung mit 24 ein Bentley. Eigentlich ist ja so der typische Bentley-Kunde, sagen wir mal,
40, 45 aufwärts. Naja, auf ne? Das ist einfach. Ich war auch bei der Werkstour dabei, ja. Auch mega cool, dass Bentley mich da eingeladen hat. Da waren halt wirklich, also die Leute, die da dabei waren, waren alles sehr korrekt und man hat ja. Gut gewiped mit den Leuten, man hat es verstanden, aber die waren halt wirklich so. Also ich glaube, nicht unter 50 die anderen, die da dabei waren in der Gruppe. Ja, so. Also ich war da wirklich so, könnte so deren Sohn sein. Ja, cool. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich finde es cool. Ja, mega, mega, mega. Wie viele Kilometer Garn, also für deine Stitching, ist hier wohl circa eingenäht? Boah. Circa, was schätzt du? Ey, das ist ja voll also, schön. Du hast hier okay. Überall ne, ja, Stitching. Ja, ja. Also hier, unten, in überall. In Meter? Ja, Meter oder Kilometer. Kilometer sogar, kannst du sogar auch sagen. Dann sage ich 3 Kilometer. Ey, nicht schlecht. Das sind ungefähr 2,8 Kilometer. Boah. Geil. Okay, richtig geil. Stark. Richtig geil. Jetzt werden wir ein bisschen makaber. Der eine mag sich. Auf wie viele Rinder sitzen wir hier drin? 11. 11? 11. Sicher? Die haben das gesagt. Oder 8 bis 11, irgendwie so. Ja, 9. Oder 9. 9, genau. Irgendwas haben genau. Die da bei der Werkstour gesagt. Ja. Und das sind alles norditalienische Rinder. Weil im Norditalien, ganz wichtig, weil die dort am wenigsten Mückenstiche haben. Ja, ja. Und auch nur Männer, weil die keine Schwangerschaftsstreifen haben. Genau. Krass, oder? Das haben die mir alles erklärt, ja. Auch wie die hier dieses ganze Leder einscannen, mit Laser schneiden und dann hier wie so ein Lenkrad zusammenbauen. Ja, ja. Das ist ja wirklich alles Handarbeit. Das sitzen dann so ganz liebe Frauen, die das dann so genau. Wirklich, genau. Kannst du mit denen unterhalten und so. Also wirklich cool, das ist echt cool. Aber wenn du jetzt schon mit 24 ein Bentley hast, ja. Was ist denn dein Ziel? Weil nach dem Bentley kann ja eigentlich nur noch ein Rolls-Royce kommen. Ja, ja, also Rolls-Royce, geisteskrank, wirklich heftige Autos, yeah. Hat für mich aber einfach kein Modell gegeben, was yeah. Ich interessant fand. Mhm. Hier, ne? Ja, hier rein, genau. Wie pflegst du dein Auto? Boah, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ne? Also ich fahre durch die Waschstraße. Ehrlich? Ja, ich fahre durch die Waschstraße. So, und heute tun wir mal dein Auto was Gutes. Und zwar sind wir jetzt an einem Waschcenter, Waschboxen. Und hier sind ja immer diese Schaumbürsten. Ja, die benutzt man nicht. Die benutzt du nicht, deswegen haben wir dir natürlich einen Schwamm besorgt. Ach, wir machen eine Handwäsche. Wir machen eine Handwäsche. Ah, okay. Und du musst es schaffen, mit 2 Euro alles zu erledigen. Ey, das wird echt schwierig. Ich weiß. Weil ich mach das eigentlich nie. Also, ey, ich werde safe, gerade auf deinem Kanal, wo so nur Autoliebhaber sind, ich werde safe dafür gehatet, dass ich immer durch eine Waschstraße fahre. Also, ich meine, wer so ein wunderschönes Auto fährt, schön in Eis, die Farbe nennt sich ja Eis. Ne? Es ist ja, um euch das genauer zu erklären, es ist eigentlich weiß mit so einem Touch Blau, würde ich sagen. Ganz minimal. Genau, ja. genau. Mega cool. Ich weiß gar nicht, also die Farbe, da musst du echt gut beraten sein, weil so kommst du ja nie auf die Farbe von alleine, oder? Das war die Idee von meinem Händler. Ja, genau, glaube ich. Der meinte so, ich habe da was für dich, genau. Und ich dann so, okay. Genau, so jetzt kommen wir auf unsere Challenge. Michel, Schwamm, bops, hier haben wir nämlich einen Schwamm, weil das hier, meine Freunde, ist tödlich. Damit machst du mehr Kratzer rein als sonst. Ich bin da oben, ich gucke dir dabei zu. Ja, meine Schuhe dürfen nicht, weißt du, das ist ganz wichtig, die dürfen nicht heute dreckig werden, weißt du. Und dann machst du hier schön überall Schaum rauf und dann hast du einen Schwamm. Ja. Und dann gebe ich dir noch einen Tipp, aber das war's dann. Ja? Mach deinen Schwamm vorher nass. Danke dir, korrekt. Das kann man. So, 2 Euro, Steinschwamm. Ich gehe schon mal hin. Warte mal, ich kann ja aber erstmal nass machen. So, ne? Du, es ist dein, ich bin raus. Ich habe dir ein paar Tipps gegeben. Ich bin raus. Bist du bereit? Ich bin bereit. 1, 2, 3. Okay. Mach, wäsch dein Auto, das ist ja unglaublich. So, ich geh mal schön hier hoch. So. So, jetzt machen wir hier die Softschaumwäsche. Oi, yes. guck mal, da kennt er sich schon aus, Alter. Trick 17. Ich würde mal sagen, du hast zu wenig Schaum. Ja, stimmt.
Also, nicht mehr viel. Ist schon knapp. Ist schon echt knapp. Ich muss gleich mit Wasser auf jeden Fall nochmal drüber. Also die Hälfte hast du schon weg. Sehr gut. Ey, das ist unmöglich. Sehr, sehr gut. Das ist unmöglich. 1 Euro, du hast 50% weg. 1 Euro hat er noch. Hier das geht ja aber eigentlich, ne? Ja, ja, geht, ne, würde ich sagen. Oder? Ah. Ich mach jetzt Wasser drauf. Was? Klar spielen, machst du. So. Sehr schön machst du das. Bei so einem Auto, wenn du es richtig vernünftig machst, brauchst du 4 Euro. Deswegen habe ich ja nur 2 Euro mitgenommen. Mehr hatte ich gar nicht dabei. Ne? Ey, du bist auch, böse, ne? Null! Das nee. War's! Das war's! Cool! Brauchst du einen Schwamm eigentlich noch für die Zukunft? Nee, danke. Nee, echt nicht? Nee, passt. Ich biet's dir an, ne? Also, Challenge bestanden und jetzt fahren wir zur nächsten Location und dann machen wir mal einen Außencheck und sprechen mal ein bisschen über Außendesign. Gerne. Und ich würde mal gerne deine Philosophie und deine Ideen hören, wie du darauf gekommen bist, das Auto so zu konfigurieren. Und die Kernfrage war ja heute, in so jungem Alter, Bentley, ja oder nein? Was sagt ihr? Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit einzutippen und wir klären das gleich auf. Okay? Machen wir so. Weiter geht's. The fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. It's a fast life. So, Challenge bestanden, würde ich mal sagen, oder? Ja, danke. Du hast das Auto jetzt seit wie lange? April. 4 Monate. 4, 5 Monate. Ja. Was würdest du jetzt anders bestellen? Gar nichts. Echt? Ich würde nichts anders machen. Würdest du den genauso nochmal machen? Genau, ich würde den genauso wiederholen. Es hätte ja sein können, dass du jetzt natürlich damit vorgefahren wärst und jeder gesagt hätte, ey, Max, du bist 24. Warum hast du hier alles Chrom? Mach das doch schwarz. Deine Chromringe und so weiter. Nee, weißt du, sowas, dass das ein bisschen sportlicher wird. Ey, der Wagen ist... Ich sagte, ich finde den Wagen wirklich perfekt. Okay. Wenn hier die Sonne drauf scheint und alles glänzt und funkelt und dann die Felgen so. Also geil. Ich würde den wirklich genauso wiederholen. Geil. Ja. So, du hast auch ein Classic-Paket genommen, das heißt Carbon, die Carbon-Lippe, Carbon-Schweller hier unten. Ne? Was ja auch mega geil verarbeitet ist mit diesem Bentley-Label drin. Ne? Das finde ich richtig schick. So, und dann geht's weiter. Dein Diffusor. Ne? Yes. Und die Carbon-Lippe hier oben rauf. Genau. Was sagst du dazu? Ja, die Carbonlippe hier, die war so ein bisschen Streitpunkt. Okay, okay. Also das ist wirklich so ein Ding, das können ja auch mal die Leute in die Kommentare schreiben. Ja. Würdet ihr das auf dem Bentley drauf machen, ja oder nein? Es ist halt immer so ein Kontrast. Genau. Einerseits hast du diese Rentnerkiste auf entspannt und dann halt aber so was Carbon-Sportliches. Okay. Also das ist wirklich so komplett Geschmackssache. Mir hat es gefallen, ich weiß nicht, das hat irgendwie nochmal, das beeinflusst ja auch so ein bisschen die Karosserieform klar, von der Seite. Also klar, klar. Wirkt irgendwie nochmal sportlicher. Klar. Kann man auch, finde ich, drauf machen. Mega. Mir hat es gefallen auf jeden Fall. Die 8-Zylinder, merkst du sofort, du hast 2 Endrohre in dem Sinne, soll ja auch eine 8 erwirken. Ne? Finde ich auch schöner. Das finde ich auch schöner, finde ich sportlicher, finde ich cooler. Und früher war ja so, bei deinem Vorgänger war es ja so, immer Red Label war immer 8-Zylinder und Black Label war immer W12 für 12-Zylinder. Und jetzt haben sie es geändert, haben auch die 8-Zylinder, haben auch ein Black Label. Sollen wir mal Verdeck aufmachen? Ja, gerne. So, okay. Auch was dein Windgeräusche auf der Autobahn, du hast ja fast nichts, ne? Das geht auf jeden Fall voll für ein Stoffverdeck. Also, wenn man hinten noch, du meinst, genau. Der hat ja 7 Schichten. Ne? Genau, aber jetzt guck mal hier rein, das ist doch genial. Das ist geil. Und den hast du auch so bestellt. Genau, ja. Jeder würde in deinem Alter hier drin Carbon nehmen. Und was nimmst du? Wurzelholz. Wurzelholz, ja. Genau. So, erzähl mal deine Philosophie innen. Warum hast du den innen so hell genommen? Ja, also ich wollte innen drin, klar, erstmal hell, ne? Normal Cabrio, muss so sein. Hier bei der Sekundärfarbe, da habe ich so ein Espresso-Braun genommen. Ich weiß nicht, ob die Farbe so heißt. Also ich wollte so ein bisschen mit Brauntönen arbeiten, ne? So beige-braun in Kombination. Und deswegen habe ich dann auch das Wurzelholz hier genommen, weil es halt auch wieder dieses Dunkelbraun so aufgreift. Genau, genau. Also ich kann immer nur einen Tipp geben, im oberen Bereich, Armaturenbereich immer dunkel zu bestellen, hättest du die gleiche helle Farbe genommen, würde sich mega spiegeln. Und das nervt, nervt derbe. Jeder, der ein ganz beiges Auto drin hat, weiß immer, wie das nervt. Und teilweise haben fast alle Hersteller oben dann rum alles dunkel, entweder in schwarz oder in dem Falle dunkelbraun. Ne? Also guck mal, du machst ja YouTube. Yes. Was machst du noch?
YouTube. YouTube. Ja. Und worauf bist du da genau? Einfach nur für unsere Zuschauer, für meine Community. Also hauptsächlich mache ich Gaming-Videos. Genau, also genau. GTA, Fortnite, ach, Roblox, diese Games. So, ne? Okay. Da kommen auch jeden Tag 3 Videos online, also auf 3 Kanälen. Ja. Wahnsinn. Ja. Und ab und zu halt so Vlogs auch. Ne? Also wenn jetzt irgendwas Besonderes ansteht, zum Beispiel hier mit der Abholung. Ne? Hast du ja gesehen, hatte ich Kamerateam dabei. Mhm, oder habe eben auch schon 2 Songs veröffentlicht. 3 Videos pro Tag? Ja. Boah, das ist ja, mehr Fulltime-Job geht ja gar nicht. Schon 10 Stunden am Tag meistens. Wahnsinn. Ja, also schaut rein, wir blenden das mal ein. Und dein Musikvideo auch. Seit gestern online. Dankeschön. Blenden wir auch ein. Und wer weiß. Aber ich finde, du hast dein Auto mega geil zusammengestellt. Aber eine Sache muss ich einfach sagen. Und was denkt ihr? Schreibt mal das in die Kommentare bitte rein. Wenn wir jetzt Max jetzt ausblenden und nur dieses Auto uns anschauen, würde ich niemals drauf kommen, dass ein 24-jähriger YouTuber, wenn ich dich jetzt so bezeichnen darf, okay, hier hinter steckt. Oder? Ja. Ich würde mal so aus dem Bauchgefühl sagen, 35 bis 45 Jahre alt. Finde ich geil. Ne? Für mich ist das voll das Kompliment, wenn du sagst, ey, das sieht aus, als würde das so ein Rentner fahren. Weil genau so wollte ich das auch. Das soll einfach so wirklich entspannend sein, die Kiste. Mega, also, mega, mega. Hast du auch Winterreifen? Noch nicht. Noch nicht. Noch aber nicht. Würdest du den im Winter? Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch machen. Auf jeden Fall, überhaupt kein Thema. Ja. Der ein oder andere sagt, nein, um Gottes Willen nicht. Nein, nee. Das Auto hat Allrad, Aluminium, es kann nichts mehr rosten, es kann gar nichts, den kannst du locker durchfahren. Ja. Dieses Auto kann elegant, dieses Auto kann mega sportlich sein. Ey, der ist schneller als der Lambo, den ich davor hatte. Ja, das ist also, so. Das ist so. Der kann mega sportlich sein, der hat Platz. Du hast hier alles als Gesamtpaket und ich finde immer, wenn du allein diese Linie dir anschaust, es ist mega geil und das, die aktuellste Version, der ist ja relativ tief geworden hier, wirkt jetzt noch sportlicher. Ja, ja. Dann hier die Rundung mit den Lampen und so weiter. Also ich finde, Bentley hat da ein richtig krasses Auto hinbekommen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, viel Spaß noch damit, viel Dankeschön. Spaß, viel Freude damit und vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ich danke dir. Wir beide fahren zum Essen und euch noch einen schönen Sonntag. Ciao. Peace. Können auch schon offen fahren, ne? Ja, klar.